Für den großen Ball im Gymnasium am 22. Februar wird schon fleißig an den Requisiten und der Bühnendekoration gearbeitet. Was sich die Schüler dieses Jahr einfallen haben lassen, sehen Sie in unserem nächsten Beitrag. Was ist das Thema des heurigen Balls und was habt ihr euch überlegt? Also dieses Jahr haben wir ein Reisethema, und zwar Around the World. Ja, wir haben uns einiges natürlich schon überlegt, und zwar die einzelnen Kontinente möchten wir vorstellen, die Sehenswürdigkeiten passend zu den Kontinenten. Das haben wir uns auch so überlegt, dass es dann im Saal natürlich dann so spezifische Ecken gibt, passend. Eine Ecke ist dann zum Beispiel Europa, die andere Ecke ist dann die USA zum Beispiel. Ja, und in der Disco werden wir die Arktis haben, im Erdgeschoss haben wir dann die Pyramiden, ein bisschen was Afrikanisches. Die Arktis, wie wird das aussehen? Ja, die Schüler arbeiten gerade an einem Iglo. Dann haben wir natürlich noch so Deko-Elemente wie Schneeflocken, Eiszapfen. Ich sehe auch im Hintergrund ein sehr lustiges Plakat, das ist sogar jetzt schon mit LED-Lampen belegt. Was genau ist es? Ja, wir haben dann im Hauptsaal, natürlich müssen wir sehr groß arbeiten, weil das möglicherweise ist, die Haupthalle ist ja sehr groß, also da arbeiten wir jetzt gerade an der Oper von Sydney. Das Kolosseum kommt natürlich vor, dann haben wir natürlich auch den Eiffelturm, den Big Ben, also da gibt es einige größere Deko-Elemente, die dann für die Haupthalle gedacht sind. Wie lange arbeitet ihr daran? Ja, also die Vorarbeiten beginnen eigentlich schon im vergangenen Schuljahr, Ende Juni. Richtig losgehen tut es dann meistens dann im September, Oktober mit der Planung. Da gibt es dann diese Brainstorming-Termine am Nachmittag, wo wir dann die ersten Skizzen, Ideen sammeln. Richtig arbeiten geht es dann meistens November, Dezember los, und das geht dann natürlich bis am letzten Tag durch. Ja. Wie viele Schüler sind hier involviert? Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben da verschiedene Gruppen, die sich da auch immer wieder abwechseln. Das sind hauptsächlich dieses Jahr die siebten Klassen wieder. Es sind vier Klassen, und aus jeder Klasse gibt es dann zwischen 4 und 10 Leute, die dann an verschiedenen Einzelprojekten arbeiten. Ach, du bist einer von den Fleißigen, und hinter dir stehen interessante Becher. Was genau wird damit gemacht? Das ist für die Tischdecker. Also wir haben jetzt hier Betongossen in Plastikbecher. Die gehen dann bei dem ganzen Unternehmen leider drauf, aber muss halt sein. Das wird dann aufgeschnitten, wir drehen das Ganze um, machen ein Loch rein. Da kommen dann kleine Stäbe durch mit Fähnchen drauf, wo die Tischnummer draufsteht. Und das wird dann noch besprüht und kommt auf den Tisch drauf, und dann weiß jeder, wo er hin muss zu seiner Tischnummer. Wer kommt denn auf diese ganzen Ideen? Ja, alle. Schüler, Lehrer, dann verbessern die Schüler die Ideen von den Lehrern und umgekehrt. Also es ist eine große Zusammenarbeit eigentlich. Lohnt sich der Aufwand, wenn man schaut, wie viel Arbeit ihr euch da macht jedes Jahr? Auf jeden Fall. Also wenn man dann auf den Ball geht und das sieht und man merkt, dass es allen Leuten gefällt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Wann genau bastelt ihr denn? Ihr habt ja ganz normalen Unterricht. Wann genau entstehen denn diese tollen Sachen? Ja, während dem Unterricht. Also wir haben dann einen freigestellten Unterricht quasi. Wir basteln jetzt schon 11 Stunden heute. Und da gibt es insgesamt 5 Ganztagstermine. Wir werden dann aber noch mehrere machen. Und so entsteht das dann.